Im zweiten Oberliga-Jahr weht ein rauer Wind durch das Erdgas-Plus-Stadion in Heidenau. Doch von den finanziellen Problemen wollte am Wochenende niemand etwas wissen. Ein sportliches Ausrufezeichen, so das Ziel des Tabellenvorletzten. Doch es ist die U23-Reserve von Dynamo Dresden, die dem Heidenauer Vorhaben ein jähes Ende bereitet. Schon mit der ersten Gelegenheit treffen die Schwarz-Gelben. Die Flanke von Oliver Merkel verlängert Thomas Hagemann und Pascal Ehrenberg steht blank. 1:0 für Schwarz-Gelb, gespielt sind gerade einmal 13 Minuten. Dynamos Führung ist nicht unverdient, auch wenn Heidenau in der ersten halben Stunde ein ebenbürtiger Gegner ist. Doch wirkliche Chancen spielen sich die Gastgeber nicht heraus. Stoilovs Flanke, die gefährlichste Aktion der Heidenauer in Halbzeit 1. Allein die Zahlen belegen das Dilemma. Kein Team in der Oberliga schießt weniger Tore als der HSV. Wer vorn nicht trifft, darf hinten wenigstens keine Fehler machen. Doch genau das tun die Heidenauer. Matthias Walter mit dem Bock im Mittelfeld und Sofian Benjamina ist auf und davon. Dynamos Profi-Stürmer trifft auch in Liga 5. 0:2. HSV-Keeper Axel Keller macht bei dem Gegentor keine gute Figur. 250 Zuschauer sehen auch in Halbzeit 2 zunächst stürmende Dynamos. Der Ball kommt zu Pascal Ehrenberg und der hat alle Zeit der Welt. Kein Heidenauer greift an, da nimmt der Dresdner einfach Maß. Ein sehenswerter Treffer und das Spiel ist entschieden. 0:3 nach 55 Minuten. Für Dynamos Verteidiger Ehrenberg das zweite Tor in diesem Spiel. Ich habe jetzt die letzten Spiele der Saison eigentlich schon ganz gut getroffen. Das ist mein viertes Saisontor gewesen heute. Oder die beiden. Und von daher, also Hauptsache, wir haben gewonnen. Zwei Tore waren wichtig. Ist jetzt hier vielleicht 1:1 gestanden und wir wären mit einem Punkt nach Hause gefahren. Von daher sind wir recht zufrieden damit. Dynamos Freud ist Heidenaus Leid. Doch über das Abwehrverhalten wird noch zu reden sein. So passiv wie beim dritten Gegentor darf eine Verteidigung nicht auftreten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich schon sehr enttäuscht bin. Sollte man vielleicht nicht machen, aber ich sag. Also mittlerweile muss ich sagen, dass ich zweifle, ob jeder von uns die Qualität hat, um dort vielleicht das so abzurufen, was teilweise auch verlangt wird für eine Oberliga. Heidenaus Kapitän ringt mit den Worten, da hat sich ganz offensichtlich einiges angestaut. Immerhin, 15 Minuten spielen die Heidenauer dann doch noch Fußball. Fröhlichs Freistoß bekommt der Dresdner Franz Pfanne an die Hand. Schiedsrichter Satter pfeift sofort, gibt Heidenau den Strafstoß und Pfanne die rote Karte. Ob das in der Bundesliga ist oder egal, wo immer die Diskussionen, wo soll man die Arme hinmachen? Ein absichtliches Handspiel ist es da definitiv nicht. Also Elfmeter ja dann, aber nicht noch ein Platzverweis. Weil er wird ja am Ende doppelt bestraft, obwohl es ja nicht Absicht war. Den Frust von der Seele ballern. Fröhlichs Elfmeter zerstört fast das Netz. 1:3 und zu spielen sind noch fast 30 Minuten. Heidenaus Trainer Andreas Haupt lässt seine Jungs jetzt stürmen. Das gibt Räume für Dynamo. Doch Benjamina findet gleich zweimal seinen Meister in Axel Keller. Zunächst mit Glanzparade bei einem Schuss. Dann mit Geduld und all seiner Erfahrung. Der Ex-Dynamo in Diensten der Heidenauer verhindert Schlimmeres. Einmal hätte das Spiel dann doch noch spannend werden können. Doch Christian Fröhlich vergibt die größte Chance auf den Anstoßtreffer und so bleibt es beim Auswärtssieg für Dynamos Reserve. Mit 3:1 gewinnen die Schwarz-Gelben in Heidenau und blicken als Tabellenfünfter wieder nach oben. Wir hatten uns schon zum Ziel gesetzt, oben mit dabei zu sein und das sind wir jetzt. Schade, dass wir eben letzte Woche gegen Bodissa verloren haben, aber vielleicht auch der zweite Platz. Vielleicht ist am Ende sogar der zweite Platz entscheidend. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie Regelungen gibt, wie viel aus der dritten Liga absteigen, wie viel aufsteigen und. Ob jemand aus der Region absteigt und nicht absteigt. Ja, da gibt es ja zig Varianten. Vielleicht steigen am Ende auch zwei auf. Für Heidenau geht es dagegen ums Überleben. Nur noch das bessere Torverhältnis trennt von der roten Laterne und dem Abstiegsplatz. Das Schlussplädoyer gehört dem Kapitän. Wir sind schon einen Tick besser, als wir jetzt darstellen, aber um die ersten fünf Plätze spielen wir mit Sicherheit nicht mit. Und das war uns von vornherein klar. Und das geht dieses Jahr um Abstieg. Ganz klar Ziel Klassenerhalt. Aber dann war halt zu wenig zu sehen, ich sage mal, vom kämpferischen Einsatz.